Der Herbst ist ja die Zeit für Pilzsammler. Damit diese Zeit aber auch eine schöne Zeit für Pilzsammler bleibt, gilt es mindestens drei Grundregeln zu beachten. Die erste Regel ist, keine Lamellenpilze als Einsteiger sammeln, sondern stattdessen Röhrenpilze sammeln. Denn unter den Röhrenpilzen gibt es zumindest keine Pilze, die potenziell tödlich sein können in Deutschland. Die zweite Regel ist, nicht mehr als 250 Gramm Wildpilzen pro Woche essen, denn sie haben nicht nur eine Schwermetallbelastung unter Umständen, sondern selbst 40 Jahre nach Tschernobyl auch immer noch eine radioaktive Belastung. Und die dritte Regel ist, mindestens bei 70 bis 80 Grad mehrere Minuten, eventuell sogar bis zu 15 Minuten kochen, niemals Wildpilze roh essen. Habt ihr noch irgendwelche Tipps, die ich vergessen habe?